In Finnland und Schweden wird der angestrebte Beitritt zum NATO-Verteidigungsbündnis immer konkreter. Es ist ein historischer Schritt für Schweden, eine Zeitenwende für das bislang neutrale Land. Denn wegen des Kriegs in der Ukraine haben sie wieder Angst vor dem russischen Nachbarn. Foreign ministers of Sweden and Finland are due to meet their NATO colleagues in Berlin today. The meeting comes as elite troops take part in NATO's largest special forces exercise right across the alliance's eastern flank. Liebe YouTube-Freunde, heute ein extrem brisantes Thema, was in dieser Form selten sachlich objektiv angegangen wird. Es ist das Risiko schlechthin. Eskalationsrisiken in der Ukraine-Krise, so sagen es die Russen, oder im Ukraine-Krieg, so sagt es der Westen und natürlich die Ukrainer selber. Und es geht darum, dieses Thema sachlich, objektiv und ohne Wertung anzugehen. Sonst kriegt ihr keinen richtig guten Wissenstransfer. Wir fangen mit der ersten Karte an. Die Quelle ist Al Jazeera. Wir haben interessante Quellen hier natürlich. Da sieht man, erkennt man ganz klar gewisse Konfliktherde, auch Widerstandszonen. Sie ist etwas älter. Aber es betrifft circa 12-15% des ukrainischen Territoriums. Inklusive natürlich in diesem Fall wird die Krim den Russen zugerechnet. Und man darf sich dann nochmal überlegen, wie das in der zweiten Mappe, wie das im Gesamtbild der Ukraine aussieht. Da ist es besser zu erkennen wiederum. Und ich stelle mir natürlich die Frage, die ganz klare Frage, wie laufen denn die Hauptaktionen Russlands? Man hat natürlich auch Angriffe gesehen in Odessa, in Kiew, in anderen Regionen, selbst im Westen der Ukraine. Aber es scheint so zu sein, dass hier ein ganz klares Ziel vorliegt. Bis zum Dnieper, ein sehr großer europäischer Fluss, der durch die Ukraine geht, als neue Grenze zu definieren und vielleicht sogar so dreist zu sein, den Ukrainern einen Zugang zum Schwarzen Meer zu verbieten. Das ist Theorie. Aber wir müssen mal ein bisschen in den Ursprung gehen, weil ich werde euch heute durch drei Eskalierungsstufen führen. Und die Stufen 2 und vor allem 3, die haben sich gewaschen. Man muss sie auf dem Schirm haben, weil der heutige Beitrag, darum geht es. Es gibt so ein lateinisches Wort, quidquid agis, potenta agas et respice finum. Und das bedeutet nichts anderes auf Deutsch als, was du machst, denke genau darüber nach, weil du musst letztlich die Konsequenzen respektieren. Also NATO-Expansion seit 1997, das sind 14 Nationen, die dazugekommen sind, nach natürlich Glasnost, die westlichen Mächte behaupten, es gab kein Agreement, dass man hier nicht weiter expandiert, gen Osten, und natürlich sagen die Russen und auch andere Länder, auch viele neutrale Länder, natürlich gab es Verträge, natürlich gab es hier einen vielleicht auch sogar ungeschriebenen, unausgedrückten Kontrakt, aber es gibt auch dazu Dokumentationen. Also das ist natürlich heftig und da muss man natürlich mal umdenken. Wie wäre das, wenn, sag mal, eine russische, iranisch-chinesische Föderation diesen Kalten Krieg wirtschaftlich zumindest gewonnen hätte? Die nächste Karte. Und da seht ihr natürlich in dunkelblau Amerika mit Alaska, hellblau, das ist Kanada, das ist sehr freundlich, so ein paar freundliche Staaten wie Costa Rica und Panama natürlich unten markiert. Und was ist denn los? Was ist denn eingebrochen? Paraguay. Denkt einfach nur danach, Paraguay wäre jetzt zum Beispiel Polen. Oder Bolivien wären die baltischen Nationen. Ja? Oder es geht in Richtung Bulgarien und so weiter und so fort. Und am Ende geht es um den großen Kuchen. Die direkte Grenze bedrohlich, fantastisch bedrohlich, Mexiko. Sagen wir mal, Mexiko ist jetzt die Ukraine. Mexiko ist natürlich viel größer. Die Ukraine hat 612.000 Quadratkilometer, ist ungefähr 1,8 mal so groß wie Deutschland. Aber es ist eine richtige Landmasse mit einer sehr, sehr langen Grenze zu Russland. Und darum geht es. Und ihr müsst mal ein bisschen Geschichtsunterricht euch reinziehen. Es gab ja die Kuba-Krise. Das Einzige, was in der Kuba-Krise passiert ist, ist, dass die Russen eine Militärstation, ich glaube es war 1961, auf Kuba errichteten. Das löste fast den Dritten Weltkrieg aus. Jetzt darf man sich mal überlegen, wie reagiert Russland in
wenn man das, den Spieß umdreht und nochmal zurückdreht und sagt, hier sind 14 Nationen mit den Militärbasen ausgestattet worden, mit dem modernsten militärischen Equipment, und jetzt geht es um die Sau. Die Sau ist in dem Fall wirklich die Ukraine, und die Russen sind nicht blöd. Niemals unterschätzen. Man sollte eigentlich niemals irgendjemand unterschätzen. Man sollte ihn auch nicht überschätzen. Aber die Bedenken der Russen, die hat der US-Sicherheitsberater Brzezinski unter Carter immer 1997 perfekt definiert in einem seiner Bücher auf Seite 46. Er sagte, ohne die Ukraine hört Russland auf, ein eurasisches Imperium zu sein. Ein mächtiger Mann, sogar ein Harvard-Kollege, mein lieber Scholli. Und was ist in Russland passiert? 2000, ja, Putin hat die Verschuldung um 90% reduziert, das Land wieder wirtschaftlich stark gemacht, aber gleichzeitig auch sein Militär tatsächlich hochmodernisiert, ausgebaut. Es gibt Waffensysteme, die in dieser Form im Westen nicht vorhanden zu sein scheinen. Und die Krim-Invasion, das ist jetzt ja so ein bisschen so die Vorbereitung, wo wir eigentlich stehen, die Vorstufe der Eskalierungsstufen, auf die ihr dringend achten solltet gleich. Die Maidan-Revolution, das sagt der Westen, der Osten sagt Regime-Change eines mehrheitlich gewählten Präsidenten Janukowitsch. Nicht anders als die Abschaffung von Mubarak in Ägypten, der war auch mehrheitlich gewählt, Allende in Chile und so weiter, ein demokratisch gewählter Präsident, eine Regierung im Iran und so weiter und so weiter. Es ist Regime Change, es ist eine Revolution, ist eigentlich ziemlich egal. Die Krim-Invasion kam fast zeitgleich und die russische Position ist natürlich auch einigen bekannt, wenigstens Angriff. Geplante Angriffe auf die Ostukraine mit einer massiven ukrainischen Militärmacht, eine hohe Dichte russisch affiner Bevölkerung in diesem Donbass, in dieser Donbass-Region im Osten der Ukraine, Angriffe auf die russische Kultur, infern, dass die russische Sprache nicht mehr gelehrt wird, dass die russische orthodoxe Kirche untergraben wird und so weiter und so weiter. Regime Change, also Regimewechsel ist ja eigentlich eine amerikanische Spezialität, sollte keinen überraschen. Laut einiger informierter Quellen ist immerhin das Spionage- und Regime-Change-Budget der Amerikaner sage und schreibe 90 Milliarden US-Dollar. Das sind 50% mehr, nur das Spionagebudget, das Regime-Change-Budget, als das gesamte Militärbudget der Russen mit 60 Milliarden. So, jetzt kommt die Eskalierungsstufe 1. Ich nehme euch da schnell mit durch, weil das habt ihr ja selber drauf. Es gab zuerst einen Blitzkrieg, eine Infrastrukturelimination, das war der erste Schritt. Dann kam sofort, fast sofort darauf, Konfiszierung russischer Staats- und Privatvermögen weltweit. Propagandakrieg fängt an, Putin ist Hitler, da kommt ins Gespräch, der muss doch vor den Gerichtshof für Menschenrechte in Den Haag, dieser Kriegsverbrecher Biden, der US-Präsident, nennt ihn Mörder. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mm-hmm. I do. Kann man sehen, wie man will, ist nur eine faktische Feststellung. Gleichzeitig läuft eine riesige Propagandawelle auf, Deutsche Welle wird in Russland gesperrt, Russia Today wird überall praktisch gesperrt, Propaganda, Zensur, ständige Desinformation, Meinungsunterdrückung, teilweise Verfolgung Andersdenkender und schon von Journalisten. Da gibt sich der Westen und Osten nicht viel, das ist die Stufe 4. Und jetzt wird's spannend. Die Zahlen haben mich vom Stuhl gehauen. Es kommen militärische, humane Hilfen auf die Ukraine zu, die sich ja so derartig gewaschen haben, dass ich das Ausmaß unterschätzte. Und es hat eine ganz enorme Konsequenz auf die Eskalierung in den nächsten Monaten wahrscheinlich. Also nehmen wir mal die EU, Kanada, Deutschland, Australien. Wir haben 3 Milliarden mal so schön rausgepowert. Die Engländer ungefähr 3,5 Milliarden Dollar, also sogar noch mehr, 3,6 Milliarden. Und dann nimmt man jetzt mal die USA, die haben sage und schreibe hier grob
seit 2014 10 Milliarden da reingesteckt, als wäre das keine Überraschung gewesen nach der Krim, und haben weitere 40 Milliarden zugesagt. Meine lieben Freunde, wir reden grob über 60 Milliarden, das ist Stand aktuell. Humanitär, Militär und so weiter. Das ist das gesamte Militärbudget Russlands. Das ist mehr als das deutsche Militärbudget. Und jetzt haltet euch mal bitte fest, das sind ungefähr 8.000 Dollar für jeden Haushalt in der Ukraine. Ukraine ist ein echt armes Land. Die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung ist nur 3.700 Dollar. Diese Geldpumpe in Militär und humanitäre Hilfe macht sage und schreibe grob 35% der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes aus. Das ist ungefähr so, als würde die westliche Allianz bei uns 700 Milliarden oder noch mehr in den Bundeshaushalt ballern. Mann, das ist 35 Mal mehr, als wir für fortgeschrittene Ausbildung, Universitäten und Hochschulen ausgeben. Das ist ja mehr als ein Siebtel des gesamten deutschen Bundeshaushalts. Also mein lieber Scholli, was bedeutet das? Die nächste Grafik zeigt das nochmal an. Aber es ist ja nur sind ja nur die Zusagen vom 24. Februar bis zum 27. März. Und spekuliert wird, dass die Vermögen von Oligarchen, die eingefroren oder konfisziert waren, also eingefroren waren, wahrscheinlich konfisziert werden, und die der russischen Staatsbank und des Staatsministeriums für Finanzen, und dass da auch nochmal so 300 Milliarden eingefroren wurden. Das ist ja noch mehr. Das ist ja in über nochmal 607 Milliarden. Diese Grafik kommt natürlich von der westlichen Seite aus Kiel, dem Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Nicht besonders verwunderlich, da kann jeder schauen, wie viel gespendet worden ist in diesem Krieg, damit man das richtig schön anfacht, auf Kosten leider der Ukraine und auch der Russen wahrscheinlich und der Europäer, ja, damit hier endlich mal eine neue Weltordnung entstehen kann, dass das mal endlich zum Abschluss kommt. Diese ganze Diskussion, wird es China, Russland und Indien, vielleicht Iran, oder wird es die Fünf-Augen-Konstellation mit Europa, Südkorea, Taiwan und Japan und so weiter. Jetzt geht's spannend. Wir sind in der Eskalierungsstufe 2. Die begann für mich mit der Erdgas-Ölausfuhrstopp seitens der Russen nach Polen und Bulgarien. Dann ging's weiter. Aus Verteidigungswaffen, die wir geschickt haben, wurden Angriffswaffen. Auf einmal gibt's eine Militärausbildung in Ramstein. Scheiße, das ist ja bei uns in Deutschland. Von ukrainischem Personal an westlichen Waffensystemen, natürlich auch ein Waffensystem, die Sie schon kennen, aber noch etwas entwickelter. Die USA, laut der TASS, koordiniert die gesamte Verteidigung der Ukraine durch amerikanische Experten und europäische. Bekannt ist auch, sind Angriffe, Zerstörung westlicher Waffenlieferungen, die in die Ukraine kommen, aus dem Westen. Auf der russischen Seite darf man vermerken, dass wahrscheinlich Tschetschenen und syrische Söldner dort agieren. Konfiszierung, aktive Waffenlieferung, Angriffswaffen, Ausbildung an solchen hochmodernen auch Waffensystemen. Ja, da gab es ja mal eine juristische Meinung dazu schon, aber ich frage jetzt mal rhetorisch, sind die EU, die USA, England und andere Nationen bereits aktive Kriegsparteien? Bildet euch eure eigene Meinung. Und jetzt kommt ernsthaft in Betracht ein Embargo des russischen Öls und des russischen Erdgases. Aber denkt mal ein bisschen weiter. Vielleicht gibt es ja einen Öl- und Erdgasausfuhrstopp seitens der Russen vorher. Wir werden sehen. Aber wer meint, dass sowas nicht zu Depressionen, Rationierung, Mangelware und gravierender Inflation führt, sollte nochmal die Grundlagen der Marktwirtschaft studieren. Und ist
Die Eskalation zweit ist hier auch ganz klar. Ich hatte es bereits besprochen. Man versucht immer mehr Länder in seine Fraktion zu ziehen. Indien ist heiß umkämpft, die Türkei ist heiß umkämpft, die Chinesen, die Russen und so weiter wollen die. Aber der Westen will sie auch in die EU, Europa. Und wer sich nicht anschließt, könnte ja miesestens sanktioniert werden. Und genauso könnte ihm das Geld geklaut werden wie den Russen. Oder sag mal, konfisziert, eingefroren, als politisches Mittel benutzt. Das ist die Soft-Version der Ausdrücke. Und jetzt habe ich gekotzt. Weil es war notwendig, wo ich mich seit 3 Jahrzehnten mit Kriegstheorien, Kriegsthesen beschäftige, nicht hauptberuflich natürlich, aber in meinen Videos habe ich immer wieder darauf hingewiesen, dass das Kriegsrisiko steigt. Wurde belächelt, aber dann ist es eingetroffen. Für uns keine Überraschung, weil unser Model-Portfolio ist exakt kein Cent verloren gegangen in dieser schweren Wirtschaftsphase, Börsenphase, weil wir das erwartet haben. So, jetzt kommt die Stufe 3 wirklich. Die ist wahnwitzig oder denkbar? Ist es eine Verschwörungstheorie? Nein, es sind nur Thesen, die jetzt aufgestellt werden. Weil hier muss man sich fragen, ist die Deeskalierung überhaupt noch möglich? Man kann sich schwerlich mit einem Schwerverbrecher, einem Mörder, einem Genozidverursacher setzen. Diese Tür hat man eigentlich geschlossen. Und wir sehen nur Eskalation. Es ist keine Deeskalierung erkennbar. Und jetzt muss man sich fragen, 60 Milliarden sind das hier eigentlich. Wohin denn mit diesen ganzen Waffen und diesem riesigen Waffenarsenal? Was machen denn diese eingeschleusten Westexperten? Die haben bestimmt keinen amerikanischen Pass, aber es gibt verschiedene andere Pässe. unter dem Radarschirm, um auch vor Ort Truppen zu manövrieren, auszubilden und technologisch zu koordinieren. Vielleicht kommt als nächstes, das ist ja ein uralter Hut aus der Irak-Story mit Tony Blair, dem damaligen englischen Präsidenten, und Bush, dem amerikanischen. Dann hat man auch behauptet, die bösen Iraker, die haben Chemiewaffen. Dazu gab es einen Film von einem guten Freund von mir, Curveball, Matthias Bitt, mit dem ich selber sehr viel zusammenarbeite und auch an einer Serie. Und dieser Vorwurf, der würde uns nicht überraschen, aber wir sind, glaube ich, so dement, dass wir uns nicht trainieren konnten, dass das schon mal eingesetzt wird. Aber wenn jetzt dieser Chemieangriff oder ein andersartiger Angriff kommen sollte, dann schreit die Welt, wollt ihr den absoluten Krieg gegen Russland? Natürlich, wir müssen das vergelten aus humanitärer Sicht. Das sind einfach notwendige Gegenangriffe. Und dann wäre ich noch shorter als jetzt. Weil das bedeutet Angriff auf russische Infrastrukturziele, Städte, Logistikzentren, um sie angeblich an den Verhandlungstisch zu bringen. Das ist ungefähr so intelligent, wie dass ich eine Bärin ihre Kinder angreife, um mit ihr zu verhandeln. Ihr wisst ja sicherlich, dass der Bär das Landessymbol Russlands ist. Und einige von euch wissen sicherlich auch, wie Bärenmütter reagieren, wenn ihre Kinder angegriffen werden, unter anderem im Kopf vielleicht auch nur. Vielleicht stimmt das ja auch alles nicht im Donetsk, in der Donetsk-Region und so weiter. Ja, was passiert dann? Dann ist es echt Showtime. Dann gibt es keine heiligen Kühe mehr. Dann kann man davon ausgehen, dass es weder noch das ukrainische Parlamentsgebäude gibt, weder noch ein Flughafen Kiew, und der Polittourismus nach Kiew wird abrupt unterbrochen. Schon mal auf die Ukraine geschaut? Ich glaube, es gibt dort noch 4 aktive nukleare Reaktoren. Wir wissen noch, was in Tschernobyl passiert ist, übrigens auch in der Ukraine. Wir wissen, was in Fukushima passiert, übrigens in Japan. Vielleicht werden große Teile der Ukraine einfach als nukleare Wüste deklariert auf die nächsten Jahrzehnte. Man muss es im Auge behalten. Noch massivere Angriffe auf russische Städte vielleicht als Gegenreaktion. Es gibt ja die sogenannten ICBM-Systeme, das sind Hyperschall-Gleitflug-Module. Nuklearbasiert, die können gegen Europa, USA eingesetzt werden. Aber hallo, denk mal drüber nach. Wann war Hiroshima, Fukushima? Es war 45,
46 in der Ecke. Mann, das ist 77 Jahre her. Nuklearwaffen sind echt oldschool. Die befinden sich auch in der vierten, fünften Generation. Und es wäre eine Leichtigkeit, selbst für die Russen heute. Wie gute Abwehrsysteme sind, weiß ich nicht, 15 bedeutende amerikanische Staaten, Städte anzugreifen. Europa wäre ein Joke. Berlin, ich glaube, die Vermessung ist 116 Sekunden, bis man Berlin zertrümmert. Es gibt aber viel ernstere Geschichten. Zum Beispiel das sind die sogenannten EMP-Systeme. Die werden in einer enormen Höhe ausgelöst und sie greifen die Stromnetze an. Wir sind aber derartig digitalisiert, dass wir kaum noch von A nach B fahren können, ohne Google Maps, geschweige denn Nahrungsmittel zum sicheren Standort zu bringen, geschweige denn überhaupt noch eine Tankstelle einsatzfähig zu machen. Wir sind so digitalisiert, dass eine Zerstörung unserer Stromnetze wahrscheinlich genauso schlimm oder schlimmer wäre als eine teils flächenabdeckende ein Nuklearangriff. Der nächste Faktor, übrigens kommentiert auch schon von russischen Meinungsbildnern, diese These ist ja auch keine These, sondern auch schon dokumentiert in gut informierten Militärkreisen, einer sogenannten Tsunami-Wellentechnologie, die wird durch U-Boote ausgelöst, natürlich auch ein gewisser Nuklearfaktor dabei. Und da darf man sich ruhig mal die westliche Welt anschauen, wie ist die denn aufgestellt. Ich denke da an Washington D.C., die Hauptstadt Amerikas, Los Angeles, San Francisco, Miami, Philadelphia, Boston, Baltimore. In Europa darf man sich mal anschauen, London, Hamburg, Holland, Barcelona, Genua, Venedig und so weiter und so weiter und so weiter. Ein veritables Desaster. Psychologie ist super wichtig, habe viel Erfahrung im Osten und in Asien mit Tochtergesellschaften, in China unter anderem. War mal Keynote-Speaker für die Deutsche Bank beim ersten Hedgefonds-Kongress in Russland. Ja, bei den Russen und bei Putin, da geht es ums Ganze. Tatsächlich Leben oder Tod. Verurteilt oder nicht verurteilt. Selbst- oder Fremdbestimmung. Eine Kolonialisierung wie im Irak oder in Libyen oder Unabhängigkeit. Und weil die Russen dämonisiert sind, kann man sich wiederum schlecht mit einem Dämon, einem Satan an den Tisch setzen. Also, ich sagte vorher schon, ich würde mich ungern mit einer Mutterbärin anlegen. Ich glaube, diesen technischen Fehler hatte bereits Wilhelm II. Gemacht. Davor schon Napoleon Bonaparte und danach unser Antichrist Adolf Hitler mit seinen Russlandfeldzügen kläglich gescheitert. Tja, in diesem Kanal, es ist ein Wirtschaftskanal. Ich rede oft über Stagflation, Rezession, Depression, über die Mehrstaatensituation, die Deutsche Sozialistische Republik, Staats- und Konzernmonopolismus, das Weltwirtschaftsforum, den Great Reset. Aber lass uns doch mal über die nahe Vergangenheit sprechen. Was war eigentlich in Afghanistan los? Man konnte Afghanistan nicht bezwingen, weder die Russen noch die Amerikaner. Und man will jetzt Russland in die Knie zwingen, ohne auf eine Gegenreaktion. Also ich würde schon sagen, Russland reagiert und agiert nicht. Ich würde sagen, der Westen provoziert und initiiert. Das ist nur meine persönliche Meinung. Vielleicht wollen die Menschen das auch alle und das ist alles toll. Aber ich sehe es etwas differenzierter. Haben wir jetzt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Das ist doch die Frage. Es geht um nichts anderes als das Potenzial zu dem nackten Chaos. Und ich glaube, dass das unsere Entscheidungsträger echt nicht verstehen. Weil wer mit dem Feuer spielt, könnte sich verbrennen. Aber wenn ich mangelndes Risikoverständnis habe, also eine mangelnde Risikomanagement-Intelligenz habe, vielleicht
vielleicht basiert auf profunder Selbstüberschätzung, vielleicht auf offensichtlichen Narzissmus, vollkommen egal, eine Verliebtheit mit dem Geld, der Macht. Ich würde mir jeden Schritt jetzt überlegen, ich würde alles auf die Eskalisierung setzen, wenn ich ein Politiker wäre. Weil diese Szenarien sind nicht Endspiele wie ein Buch, das ich mal geschrieben habe. Das ist so endzeitartig. Und es ist ein Schachspiel. Man muss 7 Schritte vorausdenken. Dann ist man sehr, sehr, sehr gut mit den Optionalitäten deines Gegenspielers. Und das sind hunderte, tausende von Möglichkeiten. Aber wer spielt denn am besten Schach? Wer hat denn diese gravierenden Konflikte überstanden? Hat jemand was aus dem Afghanistan-Krieg gelernt? Hat sich jemand in Syrien für diesen Konflikt vorbereitet? Mir geht das bitte. Bitte. Es ist keine Wertung. Es sind Wahrscheinlichkeitsrechnungen und Szenarien. Was soll ich tun? Wenn so ein Szenario eintritt, haben wir hier eine Horrorlandschaft im gesamten Westen. Armut, Desperation, Hunger, Mangelware, keine Energieflüsse, keine Kommunikation. Ich finde, vielleicht ist das jetzt zynisch, vielleicht haben wir auch keine richtigen Währungen mehr dann. Vielleicht wäre es ganz gut, ein paar Silbermünzen zu haben. Auf jeden Fall möchte ich es nicht so düster malen, es kann auch anders kommen. Aber wer dieses Szenario nicht auf dem Schirm hat, der erinnert mich an die 3 Affen. Keine Augen, keine Ohren und keinen Mund. Das habt ihr doch alle. Und liebe YouTube-Freunde, abonniert den Kanal, weil ich bin absolut überzeugt, dass wir jetzt demnächst mal endlich die 300.000 Abonnenten krachen, weil ich glaube, ihr schaut euch das an, weil sich in diesem Teil hier und diesem Teil hier richtig was los ist. Sonst wird er wahrscheinlich auf dem anderen Kanal. Molte amore, bleibt tapfer, bleibt informiert und bereitet euch auf alles vor. Euer Florian und tschüss.